Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Fernbedienung hier packen, ich habe hier was. Da habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich das mal testen wollen würde. Und er hat mir ganz gut im Kram gepasst. Ist von Zoce, und zwar das Modell Z50. Ja, was ist das? Ein Staubsaugerroboter. Den werden wir hier auspacken. Wir werden auch ein bisschen testen, was er kann. Aber das werde ich wahrscheinlich dann oben bei meiner Frau machen in der Wohnung, weil der soll hoch in die Wohnung von meiner Frau. Weil hier hätte ich nicht den Platz, um den vernünftig testen zu können. Weil der kommt auf Steigungen bis 1,6 cm oder so, wenn ich recht gelesen habe. Und ihr wisst, meine Schwelle zum Wohnzimmer ist leider etwas höher. Die ist fast 2 cm. Und da würde der nicht rüberkommen. Deswegen testen wir den oben bei meiner Frau. Der bleibt dann auch bei meiner Frau. Der soll ihr dann ein bisschen helfen. Ja, und der saugt nicht nur, der wischt auch. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an, was da so im Lieferumfang mit bei ist. Ich richte euch mal nach unten. So. Und gucken uns auch das Ganze mal an. Ich mache das mal ein bisschen weiter rüber, dass ihr dann vielleicht ein bisschen besser sehen könnt, was ich jetzt hier rauslege. Wir haben dann hier einmal einen schönen Umschlag, der verklebt ist. So, dann haben wir hier eine Schachtel. Hier ist Pappe. Die können wir beiseite legen. Und dann haben wir lauter Einzelteile, die wir. Eine Fernbedienung ist mit bei. Magnetband ist mit bei. Ein Ersatzfilter ist mit bei. Stromkabel. Der Roboter an sich. Das gucken wir uns gleich alles an im Hardware-Video. Nicht euer Ernst. Wir haben zwei Bürsten, die wir ranmontieren können, und sogar zwei Ersatzbürsten. Also wir haben Ersatzbürsten, einen Ersatzfilter, denn hier so ein Ding zum Saubermachen vom Roboter, und hier vorne ist so eine Klinge drin. Damit können wir praktisch, wenn die Haare so ein bisschen verfilzt sind, so durchgehen und die entfilzen. So, dann haben wir die Ladestation. Und das war's auch schon. Haben wir hier noch was drin? Nee, der hat nur Pappe. Oder? Muss bei einem, der Mob hat nicht auch so eine Unterlegplatte mit bei sein? Ich muss noch mal gucken, ob der 2 in 1. So. Wir machen erstmal alles hier auf die Seite, damit ihr sehen könnt. Im Hardware-Video gucken wir uns das dann alles ganz genau an, aber nur, dass ihr wisst, was halt mit bei ist. Wir haben einmal den Staubsauger mit bei, dann haben wir die Basisstation mit bei, wir haben ein Stromkabel für die Basisstation mit bei, wir haben 1, 2, 3, 4 von diesen Bürsten, die vorne rankommen. Dann ein Reinigungswerkzeug. Das
lege ich mal hier oben mit dazu. Einen Ersatzfilter. Ich denke mal, dass es ein Ersatzfilter ist, weil der wird schon einer eingebaut sein. Das werden wir im Hardware-Video dann genauer sehen. Den lege ich mal hier beiseite. Dann haben wir Batterien mit bei für die Fernbedienung. Logischerweise die Fernbedienung an sich. Dann haben wir Magnetband mit bei. Und Strips. Magnetband dafür, dass wir Räume absperren können oder Gelände absperren können, wo er halt nicht hin soll. Und ich denke mal, da wird eine Anleitung drin sein. Das werden wir uns auch nochmal angucken. Wir haben ja noch einen großen Karton, den wir auspacken. Ja, hier ist die Anleitung mit bei und wo wir die App bekommen und alles. Das gucken wir uns dann aber alles im Hardware-Video an. So, und dann haben wir aber hier noch einen größeren Karton und da gucken wir mal drin, was dort drin ist. Ah, da ist der Tank. Doch, da ist ein Filter schon mit drin. So, da ist ein Filter mit drin. So. Und wir haben noch einen Ersatz. Oder? Doch, ein Ersatz für den Mob. So. Da ist wirklich viel mit bei. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist mit der Platte. Ist die jetzt beim Roboter unten drunter noch mit bei? Nö. So, da gucken wir aber nochmal. Müssen wir uns doch mal nochmal die Beschreibung hier angucken. So, ob wir zufrieden sind. Nein, der hat... Nein, hier ist definitiv keine Platte mit bei, weil auf den Bildern sieht das nicht so aus, dass man da eine Platte ranstecken soll, nur wie man die Ladestation positioniert. Und die verschiedenen Modi sind hier auch erklärt. Auch sogar Deutsch. Finde ich sehr gut. Für Frauchen. Und vor allen Dingen, dass halt eine Fernbedienung mit bei ist. Für Frauchen, weil Frauchen mag das nicht mit Apps und die liegt, ach, ihr Handy liegt sowieso immer irgendwo. So. Dann würde ich sagen, wartet jetzt erstmal für das Unboxing. Wir haben wirklich viel mit bei. Wir werden gleich im Hardware-Video uns die Hardware genauer angucken. Und die einzelnen Komponenten angucken und zusammenbauen. Den Staubsauger zusammenbauen. Da wird jetzt kein Saft drauf sein. Und dann werden wir den laden. Das mache ich dann oben bei meiner Frau. Da werde ich den auch anschließen. Und dann kommt der Hardware-Check, wo wir ihn dann benutzen werden. Wenn er dann zusammengebaut, geladen ist, das wird dann alles oben stattfinden. Und dann später nach, gibt mir da so eine Woche, zwei Wochen, dass ich den testen kann. Ich denke mal, die Videos werden dann vorher kommen. Kommt dann mein Fazit. Ja? Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Hardware-Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.